Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Ich bin dran.
Selbstverständlich. Atrast Vala, grauer Wächter. Von den Euren habe ich noch nie einen in den tiefen Wegen gesehen. Das Zeichen in eurem Gesicht bedeutet nichts für die Legion der Toten. Unser Schwur ignoriert Kaste, Familie, Geschichte. Dadurch lenkt uns nichts ab, was immer wir davor auch von euch gehalten haben mögen. Was wollt ihr jetzt hier, Wächter? Zwischen Verderbnissen haust die dunkle Brut in unseren Tunneln. Warum sollten wir unsere Verteidigungsposition verlassen? Nennt mir einen guten Zwergengrund. Wer hat euch denn den Floh ins Ohr gesetzt? Wir haben wirklich andere Sorgen in Orzammar. Ah, jetzt verstehe ich. Die Lords der Versammlung können sich nicht entscheiden und die Kandidaten brauchen bessere Argumente. Ist das soweit richtig? Wächter, da habt ihr ja einiges vor. Paragon Branka ist tot, das weiß jeder vernünftige Zwerg. Denn jenseits unserer Linien tötet die dunkle Brut alles, was sich bewegt. Ich führe liebend gern einen Stoßtrupp durch die Todesgräben. Aber ohne jemanden auf dem Thron haben wir keine Befehle. Und von einem Kandidaten nehme ich keine an. Wenn ihr einfach blind drauf losbuddeln wollt, nur zu. Warum? Die anderen Königreiche kümmern sich nur um die dunkle Brut, wenn sie im Licht auftaucht. Aber wir hier bekämpfen sie ständig, unaufhörlich. Ihr habt hier gelebt und wisst das. Verderbnisse sind so selten, weil wir die dunkle Brut halbwegs unter Kontrolle halten. Ein Angriff auf der Oberfläche macht uns das Leben leichter. Wenn die Zeit kommt, soll mir einer einen guten Zwergengrund nennen. Der Rest ist mir egal. Wissen Staubfresser, was Respekt ist? Nie gesehen, und wenn es ihn gibt, geht er mich nichts an. Aber wer nach Paragon sucht, kann auch nach dem Amboss suchen. Oder nach unerschöpflichen Lyriumadern. Viel Glück, grauer Wächter. Werden einfach nicht weniger.
Nun, grauer Wächter, ich muss euch Respekt zollen. Ihr habt eine Schneise in die Brut geschlagen. Vernunft habt ihr noch nicht angenommen, aber kämpfen könnt ihr. Ihr wollt wissen, wie euer Leben aussähe, wenn ihr in Orsama geblieben wärt? Denn kaum einer der euren hätte euch noch geduldet. Wir akzeptieren jeden und werden schon im Vorhinein als Helden verehrt, die einen ruhmreichen Tod in der Schlacht sterben werden. Sogar Mörder. Die Legion kennt solche Worte gut. So spricht der Rekrut, der noch auf eine Rückkehr zu einer ehrbaren Kaste hofft. Wenn sie sich nicht fangen und ihr Schicksal akzeptieren, landen sie ganz schnell zurück im Stein. Warum? Die anderen Königreiche kümmern sich nur um die dunkle Brut, wenn sie im Licht auftaucht. Aber wir hier bekämpfen sie ständig, unaufhörlich. Ihr habt hier gelebt und wisst das. Verderbnisse sind so selten, weil wir die dunkle Brut halbwegs unter Kontrolle halten. Ein Angriff auf der Oberfläche macht uns das Leben leichter. Wenn die Zeit kommt, soll mir einer einen guten Zwergengrund nennen. Der Rest ist mir egal. Sagt Bescheid, wenn ihr einen Paragon findet. Das ist genauso wahrscheinlich wie ein Dutzend zu finden. Und Wächter, gebt auf euch Acht. Betrunkene sind schlechte Kampfgefährten. Selbstverständlich. Thank you.
nicht wissen, was sie erwischt hat.